Hallo Jena, ich will mich in der heutigen Freitagsbotschaft mal auf ein Thema beschränken, anders als sonst. Ein Thema, von dem Sie mit Sicherheit gehört haben, das kann man eigentlich gar nicht verpasst haben in der letzten Woche. Konkret, es geht darum, dass bundesweit und hier in Thüringen ganz besonders Reaktionen erkennbar sind auf die Versammlung im Geheimen, die in der Nähe von Potsdam stattgefunden hat, wo sich Rechtsextreme ausgetauscht haben über Ideen, die an die schlimmste Zeit unserer Vergangenheit, an die 30er Jahre der Nationalsozialisten erinnern, konkret über Remigrationsfantasien gesprochen haben, also konkret gesagt, wie man Millionen von Menschen aus Deutschland deportieren würde. Das sind im Prinzip die Pläne, die dort besprochen wurden. Und so schlimm das ist, dass es solche Weckrufe überhaupt erstmal braucht, ist dadurch jetzt passiert, dass die breite Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert ist und dass die bislang schweigende Mehrheit ihr Schweigen bricht, dass die schweigende Mehrheit beginnt, ins Bild zu treten, sichtbar zu werden. Wir haben das ja schon über viele, viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, dass wir hier zum Beispiel mit dem Thüringen-Monitor, der unter anderem von der Friedrich-Schiller-Universität hier in Jena mit erstellt wird jedes Jahr, gesagt bekommen haben, dass ein Drittel der Thüringerinnen und Thüringer, der Befragten, rechtsextremes Gedankengut teilen. Nicht in Gänze, aber eben Facetten davon teilen. Ein Drittel. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist immer ein bisschen abgetan worden mit, naja, das ist eine Befragung und da will man vielleicht mal ein bisschen wieder den Stachel löcken und da passiert ja nichts, wenn man das im Interview sagt, anonym. Aber wir sehen heute, dass es eben da ist, dass dieses Denken da ist und dass es beginnt und wahrscheinlich schon lange begonnen hat, sich politisch zu formieren und ganz konkret Pläne zu schmieden. Und deswegen ist es so wichtig, was wir in der letzten Woche erlebt haben. Und es ist wichtig, dass das keine Eintagsfliegen bleiben. Wir haben vergangenen Freitag hier in Jena die wahrscheinlich größte Demonstration seit langer Zeit gesehen. Ich bin mir mit vielen einig in meiner Schätzung, dass da ungefähr 5000 Menschen da waren. Eine so große Demo hat es hier lange, lange nicht gegeben. Und das ordnet sich ja ein in das bundesweite Demonstrationsgeschehen, wo Millionen Menschen auf vergleichbaren Demos unterwegs sind und viele Hunderttausende davon zum ersten Mal überhaupt auf einer Demonstration gewesen sind. Und das ist gut und das ist wichtig. Denn wir sehen im Zulauf auch auf die Landtagswahlen, die wir hier in Thüringen im September haben werden, dass hier ein Szenario im Raum steht, ein Szenario droht, das wir eigentlich alle nicht wollen können. Und dagegen müssen wir aufstehen, dagegen müssen wir Gesicht zeigen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich natürlich, das wissen Sie, im Amt parteipolitisch immer neutral gewesen bin und auch bleiben werde. Aber wenn hier unsere Grundwerte angegriffen werden, kann man es sich nicht mehr leisten, neutral zu sein. Und deswegen spreche ich selbst mich, spricht sich die Stadtspitze, spricht sich die Stadtverwaltung inklusive ihrer Eigenbetriebe und auch der städtischen Beteiligung sehr konsequent dafür aus, dass wir den Weg einschlagen wollen und müssen, dass Thüringen als ein Bundesland weltoffen bleibt, international bleibt und dass das für uns alle gilt. Nun wird man es nicht schaffen, ein Dreivierteljahr lang bis zu den Wahlen im Herbst jede Woche eine vergleichbar große Demonstration zu organisieren. Die Menschen haben auch andere Dinge zu tun. Das wird man nicht über einen so langen Zeitraum schaffen. Und umso wichtiger ist es, dass es hier in dieser Woche, ganz konkret gestern am Donnerstag, ein Bündnis der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, das im Prinzip kontinuierlich an diesem Thema dranbleiben will. Das nennt sich Weltoffenes Thüringen, geht zurück auf eine Initiative, die aus Weimar kommt. Herr Frasse, der Geschäftsführer der EJBW, des Evangelischen Jugendbildungswerkes in Weimar, kam vor über einem Jahr auf verschiedene Bürgermeister zu mit der Idee, man müsste sich hier organisieren, in einem losen Bündnis gerne auch, das aber das gleiche Ziel teilt, nämlich die Botschaft, die positive Botschaft zu senden für Weltoffenheit, für Internationalität, für Toleranz. Als Grundwerte, hinter denen wir alle stehen und die unerlässlich sind für ein gutes Funktionieren unserer Gesellschaft und aller Bereiche, die sie ausmachen. Denken wir an Wissenschaft, denken wir an Wirtschaft, Kultur, Sport, Bildung, auch im Sozialbereich würden viele Dinge überhaupt nicht funktionieren, wenn wir nicht international aufgestellt wären, was wir ja sind und bleiben wollen. Und genau weil das eben als Thema ein Dauerlauf ist und kein Kurzsprint bleiben darf, ist es so wichtig, dass sich hier aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft
Menschen zusammengefunden haben und die Institutionen, die sie vertreten, und diese Botschaft gemeinsam senden. Und noch bevor es die große Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag gab, die übrigens ein Medienecho bundesweit erfahren hat, wie wir das selten hatten in der Vergangenheit, das war tagesschaurelevant in den Heute-Nachrichten, das war in Deutschlandfunk Berichte wert, da war wirklich der Fokus der Bundesmedien hier auf Thüringen gerichtet und das ist gut so. Und wir haben die Botschaft gesendet, dass es eben genau darauf ankommt, dass aus den verschiedensten Bereichen die Kirchen, die Sportvereine, die Sozialverbände, jeder in seinem Bereich die gleiche Botschaft sendet, die so klar wie einfach ist. Wir wollen weltoffen sein, wir wollen tolerant und international sein und wir müssen das auch. Und jeder kann das in seinem Bereich kommunizieren und dann schafft man es vielleicht, was in den letzten Jahren zunehmend verloren gegangen ist, dass die Menschen mit solchen Botschaften jeder für sich in ihrem auch privaten oder beruflichen Umfeld erreicht werden. Der eine ist vielleicht kirchlich aktiv, der andere vielleicht im Sportverein, vielleicht der gleiche auch im Sportverein. Und der dritte ist vielleicht in der Gewerkschaft organisiert, der vierte ist Arbeitgeber. Und über all diese Kanäle kommt die gleiche Botschaft, jeweils etwas anders nuanciert, im Kern aber gleich bei den Menschen an. Und durch diese Wiederholung und diesen Gleichlauf oder diese Ähnlichkeit in der gleichen Botschaft schaffen wir es wahrscheinlich, die Menschen auch davon zu überzeugen, dass da wohl etwas dran ist. Denn wenn man sich das mal überlegt, das muss ja jeder mit sich selber zu Hause vorm Spiegel ausmachen. Wenn man dieses Szenario sich mal vorstellt, was passiert denn, wenn hier Rechtspopulisten, Rechtsradikale, Rechtsextreme in die Nähe der Macht geraten? Was passiert denn dann? Und da braucht man ihnen ja nur zuhören. Es wird oft genug davon gesprochen, von Vertretern der AfD. Was sie wollen. Diese Remigrationsfantasien sind das eine. Wie will man damit umgehen, wenn Menschen eine Behinderung haben, wenn Menschen homosexuell sind, wenn Menschen kulturell sich für Dinge interessieren, die nicht in das Weltbild von Rechtspopulisten, Rechtsradikalen passen? Dann würde man Politik machen, die das zurückdrängt. Wir haben das hier im Jenaer Stadtrat übrigens auch schon erlebt. Da hat es ganz konkret einen Antrag gegeben, die Finanzierung für das Theaterhaus einzustellen. Das ist natürlich mit breiter Mehrheit, also allen anderen, abgelehnt worden. Aber man sieht, wo das Gedankengut hinführen kann und was die Anfänge wären, wenn eine solche Politik die Gelegenheit zum Entscheiden an den Hebeln der Macht bekäme. Und dann ist es mir wichtig, und das habe ich auch gestern bei der öffentlichen Vorstellung dieses Bündnisses gesagt, dass es sehr auf die Kommunikation auch von unserer Seite ankommt. Die Kernbotschaft ist klar, aber wir müssen sehr darauf achten, dass wir möglichst kein Fingerpointing betreiben, also dass wir, insbesondere aus dem politischen Raum, dem Wähler vorschreiben, wen er wählen sollte oder insbesondere auch, wen er nicht wählen sollte, weil das führt nur zu Trotz auf der anderen Seite. Wir sollten nicht mit dem Argument Angst kommunizieren. Wir haben Angst davor, dass da jemand so stark wird, sondern wir müssen aus der Position der Stärke heraus kommunizieren. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir auch mit Demonstrationen zeigen, dass die Rechtspopulisten nicht für das Volk sprechen können, sondern das Volk, wenn es auf die Straße geht, deutlich mehr ist, die es eben genau anders wollen, die es weltoffen wollen. Wir müssen darauf hinweisen, mit Wenn-Dann-Botschaften, wenn die Falschen an die Macht kommen, dann wird das und das passieren. Und nicht, weil wir das behaupten, sondern weil sie selber das sagen. Und das muss dann jeder für sich durchspielen, ob er oder sie das wollen kann. Was betrifft mich persönlich das? Habe ich im Freundes-, Familien-, Bekannten-, Kollegenkreis jemanden, der davon unmittelbar betroffen wäre? Kenne ich? Habe ich Freunde, die als Ehepaar zum Beispiel binational sind? Einer ist deutsch, der andere hat Migrationshintergrund. Und was würde das bedeuten? Solche Gedanken muss sich jeder für sich selbst in den nächsten Wochen und Monaten mal machen und überlegen, bevor er dann in die Wahlkabine läuft, wo sein Kreuz hingehört. Ich glaube, dass das insgesamt eine Art Reifetest für unsere Demokratie ist. Wir sprechen viel von der wehrhaften Demokratie, aber was heißt das denn? Es wird sehr darauf ankommen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern, noch bevor sie dann am Wahltag zu Wählerinnen und Wählern werden, klar machen und so erklären, dass es auch nachvollzogen werden kann, dass die vermeintlich einfachen Lösungen, die von populistischer Seite vorgegaukelt werden, nicht funktionieren werden. Dass es nun mal leider etwas komplexer ist. Umgekehrt wird es aber auch der Politik gelingen müssen, anzuerkennen, zu akzeptieren als ein Fakt, dass die Tatsache, dass
Rechtspopulisten ja mit dem Thema Angst spielen, mit dem Thema Angst, also das Thema instrumentalisieren, dass es solche Ängste gibt, dass sie real da sind. Es gibt Menschen, die vor zu viel Veränderungen gleichzeitig Angst haben. Wie ist das mit dem Klimawandel und was bedeutet das mit den vielen, vielen Dingen, die man unternehmen muss, um den aufzuhalten? Wie ist das mit der demografischen Situation, in der wir sind? Wie ist das mit Zuwanderung, mit Migration? Es gibt Menschen, die sich nicht leicht tun, Andersartigkeit zu akzeptieren, die da Angst haben. Das muss man akzeptieren, dass es so ist und daran arbeiten, dass man diese Schwelle abbauen kann, diese Angst abbauen kann. Aber zunächst mal muss man akzeptieren als Politik, dass es das gibt. Das darf man nicht wegleugnen. Und insofern haben beide Seiten ihre Aufgaben. Die Bürgerinnen und Bürger müssen aufmerksam sein gegenüber vermeintlich einfachen Lösungen, die es so nicht gibt, die nicht funktionieren würden. Und die Politik muss Aufmerksamkeit für die Sorgen und Nöte und Ängste der Menschen, die es gibt, und durch gute Politik daran arbeiten, dass das abgebaut werden kann. Dann müssen wir es hinter uns lassen, das politische Lagerdenken. Also es gibt ja gerne den Gegensatz. Wir haben die Parteien, die eher links der Mitte stehen. Wir haben die Parteien, die eher auf der bürgerlichen Seite stehen. Und dann gibt es zwischen diesen beiden Lagern sorgsam gepflegte Allergien, will ich mal sagen. Und wenn der eine zu einer Demonstration aufruft, dann kommt der andere nicht oder man will gar nicht, dass der andere kommt. Dieses kleine Karo müssen wir ablegen. Ich sage nicht, dass wir die Unterschiede wegwischen sollen, die es zwischen den Parteien gibt. Das wird bleiben und der Streit über solche Fragen kann, wird und muss auch bleiben. Aber wenn Demonstrationen stattfinden, die das gemeinsame Ziel haben, dass wir weltoffen, tolerant und international bleiben wollen, dann dürfen solche Unterschiede auf solchen Demonstrationen keine Rolle spielen. Die muss man im Hinterkopf dabei haben, aber dort nicht in den Vordergrund spielen. Das ist ganz wichtig, denn wenn unter den demokratischen Parteien, wie ja gerne gesagt wird, Streit herrscht in dieser Qualität, dann freuen sich die Dritten und das kann man nicht wollen. Auch sollte es nicht passieren, dass auf solchen Kundgebungen, Demonstrationen dann eine Vermischung passiert zwischen dem eigentlichen Anlass und Ziel, mit dem man unterwegs ist, und dem, was ich mal Tagesgewühl nennen würde. Also die politische Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner im demokratischen Spektrum, wo dann auf Demonstrationen, haben wir hier in Jena auch gesehen, am letzten Freitag Minister angegriffen werden für ganz andere Dinge, um die es an dem Tag gar nicht geht. Sowas sollten wir hinter uns lassen, denn wie wollen wir sonst die breite Mehrheit, die Breite der Bevölkerung für ein gemeinsames Ziel zu einer Veranstaltung versammeln? Da gehen am Ende sonst viele weg davon und sagen, na, da komme ich kein zweites Mal. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch eins einordnen, ein Spruch, der vielfach skandiert worden ist am vergangenen Freitag. Ganz Jena hasst die AfD. Das halte ich für falsch. Hass sollte keine Kategorie von Politik sein. Entschiedene Ablehnung schon, entschlossene Ablehnung schon. Aber es gibt einen feinen, gar nicht so feinen Unterschied zwischen Ablehnung und Hass. Und das muss uns allen miteinander klar sein. Wenn Hass zu einer Kategorie von Politik wird, dann führt es in eine Spirale, die man nicht aufhalten kann. Denn dann wird die andere Seite in der gleichen Kategorie zurückschlagen und dann steigert sich das hoch in eine Spirale, aus der man schwer wieder rausfindet. Insofern mein herzlicher Appell, stehen wir alle gemeinsam in einer entschlossenen, entschiedenen Ablehnung gegenüber dem, was von rechtspopulistischer, rechtsextremer Seite gewünscht wird. Aber Hass sollte gerade für uns nicht zu einer Kategorie politischen Denkens werden. Und mit diesen heute sehr, sehr nachdenklichen Tönen, sehr, sehr weitreichenden, grundlegenden Überlegungen möchte ich es bewenden lassen dann mit diesem einen Thema. Ich wünsche Ihnen wie immer ein angenehmes, ein erholsames Wochenende, vielleicht auch ein nachdenkliches Wochenende. Wir sind in Zeiten, die Nachdenklichkeit erforderlich machen. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag an der Stelle wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.